Wir haben einen Kling, den ihr noch nicht gesehen habt. Richtig so. Und da könnt ihr gespannt sein, wie der sich hier in der Welt behauptet. Ich hoffe, dass ihr alle ihre Startnummern habt. Ansonsten, die Kampfgerichter kennen ja die Athleten. Das sollte kein Problem sein. Erste Rühls Ultimate Challenge. Preisgeld $1.100. Und ich darf die Athleten alle auf die Bühne bitten. Wir machen drei Wertungsrunden. Line-Up-Wertung, Vergleichswertung, Kürwertung. Und dann wird zusammengerechnet. Abgerechnet wird zum Schluss. Ja, das machen wir. Wir kriegen das hin mit den Nummern. So, dann muss der Markus noch seinen Platz einnehmen, weil der muss natürlich werten. Und ich darf alle Athleten auf die Bühne bitten. Und wehe, der Sandro fehlt. Es geht nicht, der dicke Pin verstopft den Gang. Wir machen so einen Halbpreis. Mit Anfassen. Halbpreis mit Anfassen. Wir machen ja wieder auch Vergleiche in der Line-Up-Wertung. Das heißt, die Kampfrichter können sich schon mal drei oder vier Runden raussuchen, die sie vergleichen wollen. Weil hier geht es um $1.100 und da können wir in der Line-Up-Runde nicht einfach so zack, zack, Vorderhand sich drücken an sich von der Bühne. Das geht hier nicht. Der Peter kann auch noch ein bisschen zu mir aufhören und den tauschen. Yes. Ein Riesenapplaus von Sandro, kurz entschlossen, doch darüber reden. Gesamtsiege der Niederungsmeisterschaft, ein ganz unerfahrener Athlet, aber präsentiert sich super. Also lohnt sich auf jeden Fall, dass er hier bei uns geblieben ist. So, habe ich jetzt hier auch die neuen Nummern schon? Okay. Dann versuche ich mal, die Athleten einzeln vorzustellen. Keine Angst, passiert nichts. Bitte nicht über den Laufsprecher stolpern. Mit der Startnummer 15, unser frisch gebackener Gesamtsieger der Hessen-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Einen Schritt vorgehen, eine Pose machen. Niklas Langer von der Sportschule Bundeswehr. Wie gesagt, wir machen auch Vergleiche in der Line-Up-Wertung. Also, ihr braucht euch jetzt nicht drängeln, ist alles kein Problem. Mit der Startnummer 30, Osman Kemrikli von Deutschen Mannheim. Von der Box Fitnesswelt kommt die Startnummer 35, Martin Heinbach. Mit der Startnummer 41, David Walli von der Sportschule Bundesberg. Mit der Startnummer 47. 43 habe ich nicht, okay? Ja, das ist der Sandro, gell? Okay? Komm mal. Mit der Startnummer 43, der Marek Koster. Dann kommt aber der Holger mit der Startnummer 47, Holger Speer. Und im Männerfeld versucht sich der 19-jährige Tim Budesheim mit der Startnummer 49. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich steht bei den sozusagen Erwachsenen. So, dann haben wir den Sandro. Was hat denn der für eine Nummer? Die 50. Sandro Pfeiffer. Dann haben wir unseren Neuzugang, Gesamtsieger der fränkischen, Gesamtsieger der NRW.
das ist der Peter Behrs. Der hat auch noch einen Wahlen bekommen, Stoffen wie bei Jena. Und bei dem müssen wir dann auch mal einen Blick drauf werfen, der wird unseren Hessen auch bei der Deutschen Meisterschaft gefährlich werden. Und wir haben mit der Startnummer 55 den Florian Zankel von Convection Mainz. So, eine halbe Drehung zur Rückenansicht und dann darf ich schon mal um die ersten Vergleiche bitten. Dankeschön. Wieder von vorne. Und dann machen wir zwei Gruppen. Die eine Gruppe stellt sich bitte schräg da hinten auf. Wir teilen beim Holger ungefähr. Die stellen sich schräg nach da und die anderen stellen sich schräg da so, wie die Pokale da stehen. Ja, genau. Perfekt. Das klappt, oder? Ganz hervorragend. Vielen Dank. So, jetzt haben wir den ersten Vergleich. Kampfrichter Nummer 5. Ah! Stehen wir drauf? Ist das dein Name? Okay. In die Mitte bitte. Die Startnummer 50. Sandra Pfeiffer. Siehst du, wer mitmachen wollte und gleich einen ersten Vergleich haben. So geht's hier. Bitte auf die Linie. Darf man da auf die Linie? So, auf die rechte Seite vom Sandro hätte ich gern die Startnummer 54. Peter Behrs. Jawohl! Neben dem Peter, bitte die Startnummer 15, Niklas Langer. Auf die linke Seite vom Sandro hätte ich gerne die Startnummer 41, David Walli. Und daneben die Startnummer 55. Ah, Florian Zankel. Line up jetzt. Dankeschön und eine halbe Drehung zurück in Ansicht. Peter, mach's breit. Und wieder von vorne. Okay, dann darf ich die fünf Athleten zurücktreten lassen und die anderen fünf kommen bitte nach vorne und wir machen das gleiche Spiel nochmal. Der Horstmann mit der Startnummer 35, der Martin, der Marek ist der Nächste, dann der Holger und hier ganz außen der Startnummer 49, der Tim. Dankeschön, halbe Drehung zurück an sich bitte. Dankeschön und wieder von vorne. Dankeschön und bitte wieder in die ursprünglichen Reihen zurücktreten. Startnummer 55, Florian Zankel. Da muss ich mal meinen Namen nochmal gucken. Auf die rechte Seite von Florian, Startnummer 54, Peter Behrs. Daneben, Startnummer 14. Aha, okay, knapp daneben, Startnummer 15. Ich hab's doch heute schon schwer genug. Auf die andere Seite. Ich hab's doch heute wirklich schon schwer genug. Die linke Seite von Florian, die Startnummer 43 bitte. Der Marek Joster. Und hier ganz außen die Startnummer 50. Sandro Pfeiffer.